Patrick, du bist ja sehr vielseitig. Du bist Schnapsbrenner, aber eigentlich ist ja dein Hauptjob Landschaftsarchitekt, oder? Das ist richtig, ja. Ich bin Geschäftsführer von einer Firma in Zürich und Berlin. Und das füllt mich schon sehr aus. Ich habe gehört, du hast ja beim Wiener Hauptbahnhof die ganze Außengestaltung gemacht. Du machst verschiedene Parks. Und ich glaube, wenn du eine Form von Unkraut brauchst, dann greifst du wahrscheinlich auf die Minze zu, weil die wächst ja überall, oder? Die wächst überall und sie wächst vor allem sehr, sehr intensiv. Also wenn ich die im Garten habe, die bildet ihre Ausläufer und kann auch schnell etwas anderes verdrängen. Aber es gibt ja die unterschiedlichsten Typen von der Minze, ob das jetzt eine Orangenminze ist oder Schokolademinze. Was ist eigentlich der Unterschied? Ist Minze nicht Minze? Nein, Minze ist nicht Minze. Es gibt natürlich einheimische Minzen, die wachsen hier natürlich, die sind da heimisch. Dann gibt es Züchtungen, das ist eine Pfefferminze. Pfefferminze ist eine Züchtung von grüner Minze und Wasserminze. Pfefferminze kennt man vor allem in Großbritannien, das Land der Pfefferminze sozusagen. Und das ist eine Kreuzung von zwei Arten. Es gibt hunderte Arten Pfefferminzen und viele sind bei uns heimisch und können hier auch gezüchtet. Was ist eigentlich der Inhaltsstoff von der Minze? Ja, es sind verschiedene. Man kennt natürlich Menthol, kennt man. Die Inhaltsstoffe in der Kombination sind entzündungshemmend. Sie können auch bei Erkältung lindern. Ist ja auch kühlend, oder? Sag mal, Minze, Menthol. Genau, das ist dann das Menthol. Menthol ist kühlend und entzündungshemmend. Ja. Wenn du jetzt ein Crossover machen würdest zur Spiritosen bzw. zur Küche, was würdest du empfehlen? Ich habe jetzt hier in den Bergen bei euch eine Assoziation natürlich zu Zirbe. Zirbe hat auch etwas diese mentholhaltigen Komponenten, hat aber auch sehr stark holzige Komponenten. Und ich kann mir da eine Kombination sehr gut vorstellen, dass das kräftige Essen von einer Jause mit einem Zirbenschnaps und einem Quark mit Minze das Feine, das Mentholhaltige dazu gibt. Die Jause haben wir ja gerade gehabt, jetzt würde nur mal die Zirbe fehlen, aber wir müssen leider weitermachen. Was würdest du in der Küche eventuell noch empfehlen, wofür man die Minze verwenden kann? Ja, Minze können wir mit Obstsalat kombiniert, mit verschiedenen Fleischsorten auch kombiniert, vor allem aus den östlichen Gefilden, wo das in der Küche sehr heimisch ist. Und für unsere berühmte Kräuterampel, wo würdest du die Minze einsetzen? Kann ich überall einsetzen. Ich kann es im Gin einsetzen, ich kann es in Absinthe einsetzen, ich kann es als Elixier nutzen oder zur Aromagebung in Bittern. Beim Absinthe ist natürlich auch die Farbe wichtig, die grüne Fee. Ja. Ein Teil kommt aus der Minze, aus dem Chlorophyll der Minze. Ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder viel dazugelernt. Warten wir auf unsere nächste Folge. Danke, dass du wieder da warst. Danke.